So they, und jetzt. They say that the only certainties in life are death and taxes. Und sie, man sagt ja, es gibt ja die Redewendung, dass es nur zwei sichere Dinge gibt, Tod und Steuern. Und wir wissen ja, dass das Tod leichter auszutricksen ist als das Finanzamt. Und hier ist jetzt der Taxman mit dem Vortrag International Exchange of Tax Information. Bitte Applaus. C3 rocks. Yeah. Thanks for being here. I deal with this stuff every day. Vielen Dank. Ich setze mich damit täglich auseinander. Und ich bin froh, dass sich auch noch andere Leute daran interessieren, weil ich habe den Eindruck, dass dieses Thema es doch in die Öffentlichkeit geschafft hat. Es gibt sehr viel Ignoranz da draußen, auch bei Experten. Und wenn Sie jetzt über was werde ich reden? Was sind FATCA und CRS? Das FATCA ist die ausländische ist ein Deal zwischen Ländern, die Steuerinformationen austauschen wollen. Ich gebe euch ein bisschen praktische Informationen, wie das Abkommen funktioniert. Und am Ende werde ich, da wir in der politischen Sektion sind, werde ich das Ganze, werde ich ein und zwei Gedanken vorstellen, was das Ganze für uns als Gesellschaft bedeutet. Schauen wir uns das mal an. Also, das ist die wichtigste Folie meines Vortrags. Wenn ihr die Folie versteht, könnt ihr heimgehen. Also, was passiert hier? Ihr, die Zuhörer, seid die pinke Person. Mit Bankkonten und finanziellen Institutionen. Banks. Also Banken werden über uns Daten einsammeln und geben das Ganze weiter an die Finanzämter weiter. Die luxemburgische Flagge zeigt hier Luxemburg an. Das luxemburgische Finanzamt sammelt die ganzen Daten und gibt das Ganze an die betreffenden Länder weiter. Wir haben da jetzt noch einen Eintrag, wo keine Flagge steht. Stellt euch vor, das ist die amerikanische Flagge. FATCA leitet die Informationen weiter von luxemburgischen, deutschen Steuerinformationen an die USA weiter. Took the idea, the model of the Americans, copied it and convinced about 100 nations to sign up. Here in the example, we see Germany, in dem Beispiel sehen wir Deutschland und Frankreich, aber China ist Teil der Liste der Staaten, die Informationen nehmen und weiterleiten. Russland ist da, Chile ist da. Stellt euch die Liste vor von Unterschriften. On the 29th of October 2014 grows every day. Und die Liste wird immer größer. 100 Nationen sind schon sehr viele. Wenn man sich das Ganze anschaut und die Struktur anschaut, dann gibt es was Lustiges daran. Sie wollen Informationen über dich. Aber sie werden nicht dich fragen. Sondern wen werden sie fragen? Deine Bank. Deine Bank wird die Strafe zahlen. Deine Bank wird dafür gerade stehen müssen, aber sie werden deine Informationen weitergeben. Eines der Probleme mit FATCA und CRS ist, dass die Vertragsbedingungen nicht spezifisch sind. Und ja, man hat nur eine Bank, die kann ich handhaben, aber habt ihr schon überlegt, dass auch dass dein Anwalt das Ganze weitergeben muss, zum Beispiel Anwalt, der dann Vorkassen nimmt, der muss diese Information auch weitergeben. Und viele Anwälte wissen das zum Beispiel nicht. Und das Gesetz darüber ist nicht wirklich klar. Und
FATCA und CS sind da ziemlich gleich. Haben die Deutschen ausgehandelt, dass die Anwälte die Information nicht weitergeben müssen, unter CS existiert dieser Deal aber nicht. Also das Ganze sind schlecht definierte Verträge und es gibt sehr viel Daten, die da durchgeschickt werden. Und ich das Beispiel, was mich interessiert, ist PayPal in Luxemburg. Also PayPal hat ungefähr 150 Millionen Accounts. Das ist, also 60 Millionen davon alleine in Europa. Und die Finanzbehörden werden 60 Millionen selbst wenn normale Einzahlungen macht, also normale Girokonten hat, all diese Informationen werden weitergeleitet. Und wer ist speziell davon betroffen? Vor allem Personen mit Verbindungen in andere Länder. Die Person in Pink ist die Person, die eine Beziehung zu einem anderen Land hat. Ich werde euch zeigen, wie diese Beziehung aussehen kann. Also, wir sind auf dem Kongress. Das ist ein XML-Schema. Das ist ein normaler Baum. Kein Ding, das kriegen wir. Das Interessantere passiert hier. Die Unsicherheiten, also die Unklarheiten in dem Schema. Das Ganze ist eine Standardisierungsbehörde für Taxinformationen, für Steuerinformationen. Und hier hat es jetzt ein paar Probleme. Eines der Probleme ist, dass die 101 Nationen bei diesem Ding dabei sind. Was ist mit den Informationen, die wir aus China bekommen? Werden die chinesische Buchstaben schicken? Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben einen Deutschen in China. Ein Freund von mir ist in China. Wie werden seine Informationen zurückkommen? Wenn sich zum Beispiel Bulgarien anguckt, da hat man das kyrillische Alphabet und das übersetzt sich nicht. Also das übersetzt sich nicht wirklich nach Deutsch. Es gibt da einen speziellen Weg, das zu übersetzen. Es gibt da eine Norm für. Aber diese Norm ist nicht gleich, wie die Franzosen das machen, zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn die Deutschen Anton Chekhov, wenn die Deutschen jetzt die französischen mit einem kyrillischen Namen fragen, dann reden sie über zwei andere Leute, weil die Buchstabierung nicht gleich ist. Und die Unklarheiten im Schema sind noch schlimmer. Hier habe ich nur drei Knoten und einen Kopf, wo die finanzielle Institution drinsteht und die Account-Information, wo die OECD da sich noch viel mehr reingesteckt hat und dazu natürlich noch Metainformationen dazu gepackt, zu jedem dieser Knoten. Diese Metainformationen beschreiben, welche Informationen dann noch kommen sollten. Also, wie soll man solche Sachen parsen, die im Header sagen, dass es neu ist, und dann in der Bankknoten, wo steht, dass es geändert wurde. Also wie macht man das heutzutage im Zeitalter von Anwälten und Technik? Also jeder, der damit arbeitet, wird darunter leiden und sich damit rumquälen. Okay, practical advice. First of all, what type of information is going to be reported? Mein Tipp. Also welche Informationen werden überhaupt weitergegeben? Wie man hier sieht, den Namen, die Adresse, der Wohnort und Geburtsort und Geburtsdatum. An irgendeinem Punkt habe ich versucht, diese Präsentation ein bisschen aufzubereiten und man konnte da, also, ich habe jetzt home delivery. No, that's not what is meant when the OECD asked for the place of birth. Irgendjemand hat dort mal reingeschrieben, daheim geboren, aber das ist natürlich nicht das, was gefragt wird, wenn man sowas macht. Also, wenn jetzt zwei Pierre Duponts hat man
benutzt man den Geburtsort, um die Leute voneinander zu trennen, damit Leute mit demselben Namen nicht verwechselt werden. Die Informationen selbst sind sehr technisch. Es gibt nicht viel, was da zusätzlich ist. Die Idee von FATCA und CRS ist, dass man einzelne Steuerbetrüger damit findet. Wir reden da nicht über Firmen. Wir versuchen, Privatpersonen zu erwischen, die Steuern hinterziehen. Wie Amerikaner das früher gemacht haben, die sind in die Bahamas geflogen, haben dort dann in den Bahamas den Koffer mit dem Koffer voll Geld, haben den Koffer dort eingezahlt, haben dort eine Kreditkarte bekommen und haben das Geld dann wieder in den USA ausgegeben und haben sogar noch Zinsen gesammelt. Weil die Bahamas keinen Austausch mit den United States hatten, konnte man einfach so Steuern hinterziehen. Später wurde man dann noch schlauer. Anstelle, dass man das Konto selbst aufgemacht hat, hat man einfach eine Firma gegründet oder eine Stiftung. Und dann gibt man das Geld der Stiftung und gibt das Geld dann für die Stiftung aus. Dass die Informationen, die Banken austauschen, sehr technisch ist. You might disagree with the whole idea of tax exchange, of exchanging tax information. Ihr könntet die ganze Idee schlecht finden, aber das ist halt das Standardding, was man looking for tax cheats. Das ist so das Standardsystem, was man erwartet, wenn man nach Steuertrügern sucht. Was auch noch übertragen wird, ist der Kontostand. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das vielleicht noch ändern, heute oder morgen. Dann wird nichts gemeldet, wenn ihr die ganze Geld rausnimmt. Was auch noch weitergeleitet wird, sind die Gewinne durch Aktienverkauf. Das ist ziemlich viel. Okay. Also wie finden Banken das überhaupt raus, ob ich ein möglicher Steuerhinterzieher bin? Ich habe die drei großen Kriterien aufgeschrieben. Dafür. Sie fragen nach Sie fragen nach dem Wohnort, also nach seinem eingetragenen Wohnort. I've seen it with other banks, that they in den USA ist es die Geburtsurkunde. Und ich hatte jetzt schon viele Banken, die mich und ich hatte schon ein paar Banken, wo ich nach einem Geburtszertifikat gefragt wurde. Und wenn jetzt ein Amerikaner ist, wird all die Informationen immer der IRS gemeldet. Wenn man jetzt die Adresse in irgendwo anders hat, dann passt die Bank besser auf. Wenn eine Bank sowas auffällt, schickt die einem fragt die Bank dann immer noch mal nach, ob die Informationen stimmen. Sie fragen praktisch, wo man steuerpflichtig ist, ob die Postadresse stimmt. Und denken wir über Nummer 3 nach, über die Telefonnummer. Also die Telefonnummer, die die Bank hat, löst diese Suche aus. Also zum Beispiel man hat eine Google-Nummer, also mit einer 001 vorne, dann wird die Bank dich darüber fragen. Und wenn du darauf nicht antwortest, wird deine Information weiter an die USA weitergeleitet. Also deine Steuerinformation. Also was kann man darüber machen? Also man kann das Ganze lokal halten. Also melde euch bei eurer Bank, ob ihr alle Informationen, die Bank hat von euch, ob das auch wirklich zeigt, dass ihr lokal wohnt. Ich habe gehört, dass manche Länder einfache Wohnortsurkunden ausstellen. Zum Beispiel, ich kann in so ein Land gehen, ich kann sehr leicht ein Zertifikat bekommen, dass ich dort wohne, und dann kann ich zur Bank gehen und dass ich dort wohne. Und wenn jetzt die Bank das Ganze nachschaut,
sieht sie, dass man lokal wohnt. Das heißt, diese Information muss nicht weitergeleitet werden, weil anscheinend zahlt dieser Mensch ja seine Steuern hier. Also gibt es legale Möglichkeiten, also rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen? Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie Anwälte dazu zu holen? Na, das ist schwierig. In Deutschland, also in Deutschland wurde das Gesetz dazu geändert, was Anwalt dazu holen angeht. Also normalerweise vor dem automatischen Austausch fragen die Deutschen, haben die Deutschen davor immer nachgefragt, ob man das Ganze gemacht hat, und wurde auch nachgefragt, ob man das wirklich haben will, bevor das Ganze weitergeleitet wird. Aber für diese automatischen Austauschverfahren gilt das nicht mehr. Also es gibt jetzt ein paar, aber es gab jetzt auch einen Fall in Deutschland, wo ein Gericht in Köln, wo die deutschen Steuerbehörden in die Türkei weiterleiten, wegen eines Zahlungsvorgangs in einer Firma nach in die Türkei. Und die Firma hat gemeint, dass ihre Quelle dann in der Türkei dann riskieren würde. Und deswegen hat die Firma angeführt, dass die Türkei Steuerinformationen nicht sicher halten könnte. Die Türkei hat dem widersprochen, aber das Gericht hat in Köln dann entschieden, dass Deutschland diese Datei nicht weiterschicken kann in die Türkei und nicht an Länder, die keine Privatsphärenstandards diese Dateien garantieren. Die Gerichte werden meines Glaubens nach FATCA und CRS nicht zerstören. Sie werden nicht die Steuerbehörde fragen, bevor sie die Informationen weitergeben an andere Länder. Aber wenn man ankommt mit einer Expertenmeinung und sagt, meine Information wird mir schaden, wenn sie zugänglich ist in der Türkei oder irgendwo anders. Und ich glaube, das Gericht spricht dann eine Unterlassungserklärung aus an die Steuerbehörde in Bonn, dass diese Daten nicht weitergereicht werden dürfen, weil zum Beispiel die Türkei ist ein drittes Weltland. Man kann wahrscheinlich in Expertenmeinungen über jedes dritte Weltland herausfinden, dass sie sich nicht um Datensicherheit kümmern, dass sie sich nicht um Steuerinformationen Sicherheit kümmern, sondern sie werden es benutzen, um dich zu beschämen. Auch wenn ich selbst nicht wirklich überzeugt bin, dass die rechtliche Lösung, die wir gerade haben, eine gute ist, es wird interessant werden, was die Gerichte dazu sagen werden. Ein kleiner Lichtstrahl der Hoffnung für mich war, dass ein weiteres Steuerinformationsaustauschprogramm, dass die Franzosen letztens entschieden haben, basierend auf einem aufgrund einer Anweisung von Louis dem 16., der im 17. Jahrhundert, also Wochen bevor er geköpft wurde im 17. Jahrhundert, und vielleicht haben wir die Gerichte dazu noch nicht gehört. Vielleicht gibt es da noch was kommen wird. Also schauen wir uns mal die Konsequenzen davon an. Ich bin wirklich unglücklich mit FATCA und CRS, weil jeder, der ein bisschen international ist, wird Problemen begegnen. Für FATCA, Amerikaner haben zum Beispiel Probleme, Bankkonten in Europa aufzumachen, zum Beispiel, weil die europäischen Banken das nicht haben wollen, weil das zu viel Aufwand ist. Und jetzt beschweren sich die Amerikaner, dass sie keine Bankkonten in Europa aufmachen können.
mit CRS ist es ein bisschen problematischer, weil man kann, dort sind so viele Länder dabei, dass sie ausländisch immer ablehnen können. Aber wie ihr seht, die Ziele von Falcon CRS sind wir, die ein bisschen durch die Gegend reisen. Und deswegen ist unser Leben einfach ein bisschen schwerer deswegen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, eine Firma zu gründen und die bürokratischen Mittel oder die bürokratischen Werke werden dadurch sehr viel schwerer. Und diese Gesetze verhindern Innovation, also in dem ganzen Bereich. Das war es aber auch schon von mir. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen, dass ich noch ein paar Sachen erklären kann, die euch noch interessieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Also Fragen. Die Fragen sind in den Gängen. Stellt euch einfach hin. Hallo, vielen Dank. Ich wollte wissen, ob es die Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob die Information schon gesendet wurde. Also, FACA wurde in 2010 eingeführt, der erste Austausch. Also Banken waren dazu verpflichtet, das erste Mal auszutauschen am 6. Juni 2015. Und also wir haben schon ein paar Austausche gesehen. Für CRS sehen wir den ersten Austausch am 30. Juni. Werden Banken bis zum 30. Juni müssen die Banken alle CRS-relevanten Informationen freigeben. Und müssen diese Informationen dann an die betreffenden Länder weiterleiten. Haben wir eine Frage aus dem Internet? Die Frage, jemand aus dem ESC möchte wissen, wenn man eine amerikanische Sozialversicherungsnummer hat und man Identitätsklau betreibt, ist das dann ähnlich wie... Ist das dann dasselbe wie eine deutsche Steuernummer oder sind Sie dort ein bisschen eher getrennt? Antwort, erstens, ich bin kein Profi, was deutsche Steuernummern angeht. Und in Amerika ist die Social Security Nummer sehr viel wichtiger als hier in Deutschland. Zum Beispiel, wenn man in Amerika für einen Kredit für ein Auto sich bewirbt, dann braucht man seine Sozialversicherungsnummer. In Deutschland braucht man seine Sozialversicherungsnummer für so etwas nicht. Die Verschlüsselung der Informationen ist etwas, das in diesem Fall nicht so wichtig, weil Encryption tatsächlich einfach schon ein gelöstes Problem ist unter denen. Die Steuerbehörde folgt den besten Praxisen, die sie so schon gefunden haben. Die Informationen... Es ist kein so ein großes Problem, dass die Informationen bei Dritten eingesehen werden. Es ist viel größer das Problem, dass Leute, die sehr viel unterwegs sind, direkt als Steuerbetrüger aufgefasst werden. Und ich hatte jetzt eine Frage. Ich habe mich irgendwo beworben, tut mir leid, ich habe die Frage nicht verstanden. Ich werde versuchen, die Antworten zu übersetzen, aber das ging mir gerade zu schnell. Sie sagen jetzt also, dass die FACTA am Ende vom Jahr das Ganze überträgt. Also, was Sie jetzt sagen, ist, dass da ein riesiges Datenchaos gibt. Also, wie ich gesagt habe, FATCA, das Datum, wo alle das melden müssen, am 30. Dezember müssen sie den Kontostand melden. Für Aktienerträge müssen das während des Jahres sein und auch während dem ganzen Jahr werden auch Zinserträge gemeldet. Also, wenn wir über Datenchaos reden, bin ich ziemlich überzeugt, dass es einen Datenchaos geben wird. Also, stellen Sie sich vor, deutsche Steuerbehörden erhalten 20 Millionen auf
Aufzeichnungen, einfach nur von PayPal. Wir reden hier nicht von Kreditkarten, wir reden nicht von Bankkonten, sondern nur von einer Firma. Und das sind nicht nur die Deutschen, also die amerikanische Steuerbehörden sind damit auch überfordert. Also einfach nur schon mit der Implementierung. Da kann man sehen, dass sie technische Anforderungen geändert haben, dadurch, dass sie die FAQs auf der Website geändert haben. Und wie ihr seht, da sind 10 neue Sonderzeichen, die wir jetzt nicht benutzen können. Und wie man sieht, sind dadurch die Steuerbehörden auf der ganzen Welt damit überfordert. Was mit diesen Daten passiert, das kommt wirklich auf das Land an. Und die Privatsphäre, in Deutschland wird das wirklich ernst genommen, aber wenn man sich jetzt über so kleine Länder wie Luxemburg nachdenkt oder irgendwie oder wie zum Beispiel Panama, die Länder haben Standard, also die haben so ein Lebensweg und die haben halt wurden halt noch nicht angegriffen und deswegen werden auch Daten von dem Internet enden. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage und eine schnelle Antwort. Bitte der Herr hier vorne. Meine Frage, in welchem Land sind Sie ein Steuerzahlender, wenn Sie in verschiedenen Ländern übers Jahr leben, verschiedene Monate am Stück in verschiedenen Ländern? Das ist eine gute Frage. Die Bank sollte das eigentlich herausfinden und die Bank, die muss das weitergeben, die Information. Das heißt, man muss selber sich mit den Gesetzen in den unterschiedlichen Steuerorten. Something Eritrea and the United States have in common. Place of birth is enough. In Eritrea, I was told paying tax was more of an option. In Eritrea und USA sind ja gleich. In Eritrea hatten wir gesagt, dass man dass man Steuer zahlen kann, wenn will. Und wenn jetzt die Bank Steuern zahlt, sollte man das selbst wissen. Wenn man jetzt in dem Land lebt, muss man selbst rausfinden, ob man Steuer zahlen muss. Also die Bank versucht, das auf dich abzuschieben, weil du wirst keine Strafe dafür kassieren, aber die Bank mit Sicherheit schon. Also bitte Applaus für den Taxman.